Die DDB ist ein Projekt, das Kulturobjekte sammelt und sichtbar macht, aber keine eigenen Bestände hat. Darum könnte man sich fragen, warum machen wir überhaupt virtuelle Ausstellungen? Virtuelle Ausstellungen sind geplant seit Beginn der DDB und vor allem aus zwei Gründen. Wir orientieren uns einerseits an unseren Datenpartnern, dass wir sagen, wir möchten den Institutionen, die uns Daten liefern, die Objekte in die DDB einspeisen, die Möglichkeit geben, ihre Objekte zu kuratieren, thematisch sinnvoll zusammenzustellen und eine Ausstellung daraus zu machen. Wir orientieren uns aber auch an unseren Nutzern, weil wir sagen, es ist ja schön, wenn wir einen browsenden Zugang haben, wenn sie eben Objekte redaktionell aufbereitet bei uns betrachten können. Die Idee, dass wir virtuelle Ausstellungen als einen Service anbieten wollen, hat uns die technischen Rahmenbedingungen vorgegeben, hat uns gewissermaßen auch begrenzt in unseren Möglichkeiten. Wir brauchten ein System, das an unsere Bedürfnisse angepasst werden kann. Wir haben gesagt, wir wollen ein Backend entwickeln, das keine großen technischen Kenntnisse bei den Benutzern voraussetzt, das browserbasiert ist. Das heißt, dass die Kuratorinnen und Kuratoren jetzt nicht große Software runterladen müssen, sondern eigentlich gleich anfangen können zu arbeiten. Dadurch gibt es, wie gesagt, gewisse Beschränkungen. Wir haben eine One-Size-Fits-All-Lösung entwickelt, einen gemeinsamen Nenner, der die wichtigsten Funktionen abdeckt, der aber jetzt keine großen Möglichkeiten für Sonderwünsche bietet. Unsere Wahl ist dabei gefallen auf Omeka. Das ist ein Open-Source-Content-Management-System, das an einer amerikanischen Universität entwickelt wurde, ursprünglich zur Sammlungsverwaltung und nicht zur Ausstellungsmachung, das verschiedene Metadatenformate unterstützt, das im Vergleich zu anderen CMS, wie zum Beispiel Drupal, ziemlich leicht zu lernen ist, das man gut erweitern kann und das auch von zum Beispiel Europeana und der Digital Public Library of America benutzt wird. Die vorhandene Grundausstattung von Omeka wurde auf unsere Bedürfnisse hin angepasst von der Firma Culture2Go in Berlin, die auch weiterhin die Weiterentwicklung betreut. Hier ist eine kurze Übersicht über die Bereiche, die wir angepasst haben. Wir haben eine lineare Struktur im Layout eingeführt, also dass man sich ganz klassisch von links nach rechts durch die Ausstellung klickt. Wir haben, was uns ja immer ganz wichtig ist, Rechteauszeichnungen standardisiert, also dafür gesorgt, dass jedes Objekt, das in einer DDB-Ausstellung ist, mit einem standardisierten Rechteauszeichnung versehen ist. Wir können Videos und 3D-Objekte einbinden, was vorher nicht möglich war. Und wir haben einen Multi-Site-Manager eingeführt, den sogenannten OMIM. Das ist das Stück von Software, das uns erlaubt, dass wir einzelne Ausstellungen jeweils separat verwalten, also dass die Kuratoren sich da nicht in die Quere kommen. Wir haben mit den Arbeiten an Omeka 2013 schon begonnen, parallel aber auch an tatsächlichen virtuellen Ausstellungen gearbeitet. Und die Erfahrung, die uns diese Arbeit an den richtigen Ausstellungen gegeben hat, hat uns dann eben wichtigen Input wieder für die Weiterentwicklung von Omeka gegeben. Inzwischen haben wir 7 virtuelle Ausstellungen veröffentlicht. Die meisten wurden von uns beauftragt und bezahlt, aber teilweise hatten wir auch schon Kuratoren aus Datenpartnereinrichtungen, die mit Omeka gearbeitet haben. Das ist eine Liste der momentan veröffentlichten Ausstellungen. Wir gucken uns jetzt mal die Ausstellung Grimm von A bis Z, was die Brüder Grimm uns nicht erzählten, ein bisschen genauer an. Das wäre also so eine Ausstellungsseite. Man sieht oben die lineare Navigation, also ganz klassisch von A bis Z in dem Fall kann man durchnavigieren. Der Fließtext ist in gewissem Maße formatierbar, also es gibt rote Schrift, Überschriften, man kann Zitate einfügen, es gibt eine Fußnotenfunktion, weiterführende Links. Und auf der rechten Seite sieht man die Mediendateien, in dem Fall 4 Bilder, die, wenn man draufklickt, nochmal größer in einer Lightbox angezeigt werden. Hier haben wir ein Bild von einem Denkmal der Brüder Grimm in ihrer Geburtsstadt Hanau. Und wie man sieht, ist eben auch hier in den virtuellen Ausstellungen, nicht nur in der DDB selber, jedes Objekt mit einem Nachweis und mit einer Rechteinformation versehen. Klickt man jetzt in der Lightbox auf zum Objekt, ist man nochmal auf der Objektseite in der Deutschen Digitalen Bibliothek, wo man die vollständigen Metadaten hat und wo man, wenn man möchte, zu dem Thema weiter recherchieren kann. Neben Bildern können wir auch Audiodateien einbinden. Hier ist die Seite F,
Die ist dem Märchen vom Fischer und seiner Frau gewidmet, das von dem Maler Philipp Otto Brunge verschriftlicht wurde, der im Übrigen auch diese bekannten Formeln »Es war einmal« und »So leben sie noch heute« geprägt hat. Hier ist das Audio in einer vorpommerschen Mundart eingespielt. Ich weiß nicht, ob wir es uns jetzt anhören können. Ich hoffe ja. Schade, scheint nicht zu gehen. Tut mir leid, das ist der Kürze der Vorbereitung geschuldet. Ja, vielleicht hier? Leider nicht. Also wenn Sie es hören möchten, Sie können danach über die DDB-Webseite mit Ihrem Tablet vielleicht nochmal draufgehen und das Märchen sich anhören. Hier wäre ein Beispiel für einen Film, in dem Fall ein Scherenschnittfilm, des Märchens Das tapfere Schneiderlein, wo er also gerade dabei ist, die 7 Fliegen auf einen Streich zu erschlagen. Ich gucke mal, ob ich hier mehr Glück habe. Tut mir leid, leider auch keinen Film zu zeigen. Dafür haben wir auch die Möglichkeit, ganze Bücher einzubinden. Also hier ein Screenshot von unserer Bookviewer-Funktion. Das ist eine Ausgabe der irischen Elfenmärchen, die von den Brüder Grimm übersetzt wurde. Denn was viele nicht wissen, sie haben sich nicht nur im deutschsprachigen Raum umgetan, sondern eben Anregungen aus ganz Europa bekommen und ja, auch irische Elfenmärchen übersetzt, die sich hier die Besucher der Ausstellung, wenn sie denn möchten, in der ganzen Länge durchlesen können. Ein kurzer Blick auf das Backend. Jeder Kurator, jede Kuratorin hat, wie gesagt, eine eigene Instanz, braucht dafür auch nur einen Internetbrowser. Hier ist die Ansicht der verwendeten Objekte in der Grimm-Ausstellung. Wie man sieht, es sind 111 insgesamt und sie können dann eben über so ein Backend verwaltet werden. So würde eine Einzelseite aussehen. Man lädt die Mediendatei hoch, man packt Metadaten dazu. Und mit den verschiedenen Objekten kann man dann die Ausstellung selber zusammenstellen. Hier wäre also eine Seite, wie man eine Ausstellungsseite anlegt. Man hat einen handelsüblichen Editor, man kann das Layout ein bisschen anpassen, aber man braucht für das Ganze keine besonderen IT- oder Softwarekenntnisse. Das war ein Überblick über unsere bisherige Arbeit und dabei haben wir vor allem das Ziel umgesetzt, virtuelle Ausstellungen zu verschiedenen Themen zu veröffentlichen, unseren Nutzern kuratierte Inhalte zu bieten. Wir hatten aber, wie gesagt, von Anfang an auch dieses zweite Ziel, nämlich virtuelle Ausstellungen als einen kostenlosen Service zu etablieren. Das haben wir auch nicht aus den Augen verloren und dieser Service ist jetzt kurz vor der Fertigstellung. Er hat inzwischen auch einen schönen Namen. Vorher hieß es immer nur virtuelle Ausstellung as a Self-Service. Inzwischen heißt es DDB Studio. Und für die Umsetzung von DDB Studio dienten, wie gesagt, die Erfahrungen, die wir selber mit den Ausstellungen gemacht haben, als Grundlage. Grundsätzlich kann man dabei sagen, dass wir positive Erfahrungen gemacht haben. Wir denken, dass die Entscheidung für Omeka als Tool eine richtige Entscheidung war. Es ist ein stabiles System, das sich an unsere Bedürfnisse anpassen lässt, das auch prinzipiell dem Anspruch genügt, dass man es ohne besondere Vorkenntnisse oder bestimmte Software benutzen kann. Wir haben allerdings auch eine ganze Reihe von kleineren und größeren Problemen festgestellt, die wir angehen mussten, wenn wir den ursprünglichen Plan, einen Service zu etablieren, damit man dann auch zusammenarbeiten kann, damit umsetzen wollten. Dabei hatten wir vor allem zwei große Problembereiche. Der eine bezieht sich auf die ganze Frage Rechteklärung, Bildlizenzen, Rechteeinholung. Der andere ist ein eher technischer, nämlich die Bedienung des Backends. Zu beiden sage ich jetzt noch kurz was und beim Bereich Bildrechte, Lizenzen muss ich ein bisschen weiter ausholen. Der Grundgedanke von DDB-Ausstellungen war und ist es eigentlich auch immer noch, dass wir nur Objekte verwenden, die schon in der DDB sind. Denn alle DDB-Objekte haben eine Lizenz, haben eine Rechteauszeichnung. Man kann also schnell erkennen, was man damit machen kann. Wir haben allerdings bei der Arbeit an den 7 Ausstellungen auch sehr schnell gemerkt, dass wir, obwohl wir inzwischen 9 Millionen Digitalisate in der DDB haben, bei den Kuratoren doch das Bedürfnis besteht, Objekte von anderswo einzubinden, weil es einfach immer noch ein bestimmtes Objekt gibt, das sie gerne haben möchten. Bei den Grimms war es zum Beispiel ein Handexemplar der Brüder Grimm, das in diesem Fall einfach noch nicht in der DDB war, wo die Kuratorin gesagt hat, das müsste sie unbedingt haben. Technisch ist es kein Problem, diese Objekte einzubinden. Man muss sowieso jedes einzelne Objekt nochmal neu in Omeka hochladen. Es
ist allerdings so, dass jedes Objekt, das jetzt von außen kommt, im Zweifelsfall noch nicht geklärte Rechte hat. Das heißt, die Kuratoren müssen dann ganz klassisch Rechte einholen. Wir haben gedacht, wir möchten die Kuratoren dabei unterstützen und versuchen auch das ein bisschen in standardisierter Weise zu machen und haben deshalb eine Lizenzvereinbarung entworfen. Die ist 5 Seiten lang, hat 2 Anhänge, die auch noch mal mindestens 3 Seiten lang sind. Also man hat einen 8-seitigen legalen Text und im Zweifelsfall geht es nur darum, für ein Objekt die Rechte zu klären. Im bisherigen Modell war es so, dass wir die Verantwortung für die Rechteklärung in letzter Instanz bei uns selber, also im Zweifelsfall bei mir, die ich auch damit beschäftigt bin, lag und wir die Erfahrung gemacht haben, dass das einfach der Punkt ist, der am allerlängsten dauert, der uns teilweise für unlösbare Probleme gestellt hat. Diese ausführlichen Lizenzvereinbarungen waren in der Praxis leider eher hinderlich als wirklich unterstützend. Und selbst sehr enge Kooperationspartner, die eigentlich gerne mit uns zusammenarbeiten wollten, die aber vielleicht eine kleinere Einrichtung waren, kein eigenes Justizariat hatten oder sich auch nicht so auskennen in diesem ganzen Gebiet, sind doch dann eher davor zurückgeschreckt und haben im Zweifelsfall gesagt, nee, das können wir leider nicht machen. Dazu kommt, dass wir kein Budget haben für Bildrechte. Das heißt, man ist dann komplett auf die Kooperation angewiesen. Einige Einrichtungen haben gesagt, ja, machen wir gerne, aber wir möchten bitte unsere Dokumente verwenden, was dann wieder heißt, unsere Rechtsabteilung musste jedes einzeln prüfen. Es kam dann so weit, dass wir bei Ausstellungen, wo wir sehr viele Objekte von außerhalb dazu genommen haben, also zum Beispiel der Ausstellung zu europäischem Film im Ersten Weltkrieg, dass die sehr viel mit Material aus europäischen Filmarchiven arbeitet, ja, einfach die meiste Zeit für Rechteklärung gebraucht haben. Ich sag mal, das Erstellen der Texte, das Hochladen der Objekte hat vielleicht 3 Monate gedauert und die Rechteklärung 2 Jahre. Also wir haben gemerkt, das ist einfach kein System, dass wir so umsetzen können als DDB Studio, als Serviceangebot. Und wir umgekehrt aber auch nicht von unseren Kuratoren verlangen können, dass sie diese von uns benutzten Dokumente verwenden, weil wir gemerkt haben, dass die dann teilweise ein großes Hindernis darstellen. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, für DDB Studio Nutzungsbedingungen zu formulieren, in denen die Verantwortung für die Rechteklärung komplett beim Nutzer, also in dem Fall bei der Kuratorin, beim Kurator liegt. Der Kurator kann, wenn er möchte, jegliches Material, das er auf der ganzen Welt findet, verwenden, aber er ist halt auch selber komplett für die Rechteklärung verantwortlich. Er kann aber auch sagen, nee, er benutzt nur DDB-Objekte, da sind die Rechte ausgezeichnet oder natürlich Bestände aus dem eigenen Haus, wo die Rechtslage vielleicht klar ist und stellt daraus seine Ausstellung zusammen. Der zweite Punkt, den wir bei DDB Studio noch ausführlicher bearbeitet haben, ist die Vereinfachung des Redaktions-Backends. Ich habe zwar gesagt, Omeka ist prinzipiell sehr gut geeignet, aber wir haben dann doch gemerkt, es gibt auch Fallstricke in der Bedienung, es gibt unnötige Workarounds, es gibt Schaltflächen, die man eigentlich gar nicht braucht, teilweise noch englische Ausdrücke, die man genauso gut auf Deutsch übersetzen könnte. Also das Backend war einfach ziemlich unübersichtlich. Und hier jetzt ein Vergleich vom Vorher und Nachher. Im alten Backend gab es ja zum Beispiel oben in der Mitte 7 verschiedene Schaltflächen. Übrig geblieben ist eine einzige, wenn man sich mal angeguckt hat, was brauchen wir denn eigentlich für die Funktion, die wir mit DDB Studio umsetzen wollen. Hier nochmal eine Maske, über die man die Objekte anlegt. Auch hier haben wir, wie gesagt, ordentlich aufgeräumt. Es gibt weniger Schaltflächen, die Metadatenfelder die man zu den einzelnen Objekten anlegt, werden jetzt gleich beim Anlegen erklärt, wo dann der entsprechende Text im Frontend auftaucht und so weiter. Das waren die beiden großen Punkte, an denen wir gearbeitet haben. Es gab noch eine Reihe von anderen Voraussetzungen oder von Problemen, die wir angehen mussten, um einen Service zu etablieren. Die rechtlichen Rahmenbedingungen habe ich schon genannt. Wir haben Nutzungsbedingungen entworfen, die neben der sehr zentralen Frage der Bildrechteklärung, auch auf den Umfang des Angebotes eingehen, Rechte und Pflichten der Kuratoren regeln, die Nutzungsrechte einräumen, Verantwortung für die Inhalte festlegen und so weiter.
Und ja, also diese Nutzungsbedingungen, das soll mal so ein bisschen funktionieren wie bei Amazon. Erst wenn man draufklickt, ich akzeptiere, geht es überhaupt weiter. Also nur dann kann ein Benutzerkonto für den entsprechenden Kurator oder die Kuratorin angelegt werden und dass sie dann eben loslegen können mit der Ausstellungserstellung. Ein wichtiger Bestandteil von DDB Studio ist außerdem unser Handbuch für Kuratoren, das die Bedienung im Backend erklärt. Wie gesagt, es sind keine speziellen Kenntnisse oder Software nötig, um DDB Studio zu benutzen. Und das Handbuch soll eigentlich auch so funktionieren, dass auch keine großen Schulungen oder so nötig sind, sondern dass eben alles im Handbuch nachzulesen ist. Ursprünglich hatten wir das als PDF, aber inzwischen ist das eine webbasierte Datei. Ist für uns einfacher, weil man kann Änderungen im Backend einfacher einarbeiten, ist aber vielleicht auch für die Nutzer einfacher, die auf dem einen Schirm vielleicht das Handbuch haben, auf dem anderen gleich das Backend und Objekte hochladen. Wir haben noch eine Unterseite auf DDB Pro angelegt. DDB Pro ist ja das Infoportal für unsere Datenpartner und da gibt es jetzt eben im Bereich Services oder wird es geben, es gibt die Seite schon, sie ist noch nicht veröffentlicht, eine Seite mit den wichtigsten Infos zu DDB Studio, mit den Ansprechpartnerinnen, Downloads der wichtigsten Dokumente und so weiter. Ja, ich könnte jetzt ganz kurz noch was zum neuen Design erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe. Eher nicht? Okay, dann bleibt es dabei. Vielen Dank. Herzlichen Dank und auch herzlichen Dank dafür, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind. Ganz toll. Gibt es Fragen? Da vorne ist schon gleich die erste. Ja, vielen Dank. Ich wüsste gerne, was war genau Ihr Vorbild? Wer sind die Nutzer? Warum ist denn die Rechteklärung so kompliziert, dass die 2 Jahre dauern? Also, das wäre schon mal wichtig. Und dann der Bildungshintergrund der Kuratoren. Also, das ist ja schlimm, wenn diese Verantwortung für Rechte und so weiter und Nutzung auf die abgeladen wird. Ja, danke. Also unser Vorbild war natürlich wie in so vielem Europäer, die schon früher als wir virtuelle Ausstellungen hatten. Was sind die Nutzer? Die Nutzer sind die DDB-Nutzer, also eine sehr große Zielgruppe. Einerseits alle Leute aus dem Bildungs-, aus dem Schulbereich, aber auch die allgemeine Öffentlichkeit. Und warum die Rechteklärung so schwer ist? Ja, es sind, genau, also ich habe, als ich das erwähnt habe, schon sehr viele nickende Köpfe hier im Publikum gesehen. Also ich glaube, jeder, der sich mal ein bisschen damit beschäftigt, kommt sehr schnell in diesen Bereich, wo dann einfach die datengebenden Einrichtungen sehr zögerlich sind und sagen, naja, ehrlich gesagt wissen wir selber nicht so genau, wie die Rechtssituation ist und wenn wir das jetzt veröffentlichen wollen, dann ist das ja allen klar und da müssen wir uns jetzt festlegen. Ja, also ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass die Einrichtungen oft selber das nicht in irgendeiner systematisierten Weise vorliegen haben und oft auch von uns dann zum ersten Mal eine Anfrage bekommen, dürfen wir das denn veröffentlichen und sich dann überlegen müssen, wie verhalten wir uns dazu. Der Hintergrund der Kuratoren ist eigentlich kein festgelegter, also es soll ein offener Service sein, der jetzt zuerst an unsere Datenpartner, aber potenziell auch noch weiter geöffnet werden wird. Das heißt, jeder, der bei uns eine Ausstellung eröffnen möchte, kann es tun. Prima, dann mache ich das heute Nachmittag. Danke. Weitere Fragen? Ja, da hinten ist noch eine. Ja, vielen Dank, Anne Klamp vom Mindset. Ich hätte nur 2 Fragen. Das eine, weil Omega hat uns auch schon mal beschäftigt. Haben Sie auch vor, 3D-Daten da reinzukriegen und haben Sie dafür schon das Plugin gebaut? Dann würden wir das auch gerne haben. Und das andere ist, ja, Open Source, hey. Und das andere ist, wie bekommen Sie dann alles, was Sie da einpflegen, auch wieder raus? Also die erste Frage kann ich positiv beantworten. Ja, wir haben ein Plugin für 3D-Daten. Es ist auch schon mal umgesetzt worden und zwar in der Ausstellung zu 300 Jahre Karlsruhe. Also wenn es Sie interessiert, können Sie mal gucken. Da ist so ein 3D-Modell von der Dresine, das man dann auch entsprechend schön drehen kann. Auf die zweite Frage habe ich leider keine so gute Antwort. Was haben Sie da als Anwendungsfall, dass man es wieder rausbekommen will? Also Struktur einfliegen, natürlich auch wieder automatisiert.
Also soweit ich weiß, gibt es dafür noch keinen automatisierten Vorgang, aber es ist eine gute Anregung, danke, das nehme ich mal mit. Prima, herzlichen Dank. Zeit für eine Frage hätten wir noch. Ja. Aktuell nicht, nein, aber es ist ja nachnutzbar auf unserer Seite. Also es soll ja sozusagen für alle da sein.